Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's... Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Orchestra 2 Schuss auf Stalingrad. 26. September 1942, Spartanowka. Wir haben diese stinkende Kaff vor 3 Wochen erobert, aber unsere Unterstützungstruppen konnten die Bolschewiken noch immer nicht vollständig beseitigen. Dem feindlichen Verband beim Fluss ist es jetzt gelungen, auszubrechen. Er ist hierher unterwegs. Wir müssen uns schnellstens vorbereiten. Wir haben nicht genügend Zeit, um eine Verteidigungsstellung im Dorf aufzubauen. Deshalb ziehen wir uns zurück und lassen die Bolschewiken kommen. So gewinnen wir die paar Minuten, die wir brauchen, um die MGs in Stellung zu bringen. Errichten Sie eine Verteidigungsstellung in der alten Kirche. Sie ist ein solides Gebäude mit guten Schussmöglichkeiten durch die Häuserblöcke bis hinüber zum Rathaus, von wo aus die Russen angreifen werden. Ich will dort Männer mit MGs. Mähen Sie die Roten um, bevor sie zu nahe herankommen. Wenn sie sich verschanzen, sollten sie die Kirche halten können. Sollte der Feind bis in die Kirche durchbrechen, treiben Sie ihn wieder raus. Falls das nicht gelingt, ziehen Sie sich zu den Wasserkanälen dahinter zurück. Weiter dürfen wir nicht zurückweichen. Der Angriff der Russen muss hier enden. Jeder auf seine Position. Los! Okay. Verteidigungsbereitschaft und lass die Falle zuschnappen. Ruhig. Jeder Schuss muss sitzen. Boah. Also im Multiplayer ist es eigentlich immer eine blöde Idee, hier ranzugehen. Guck mal, guck mal. Aber ich denke mal, jetzt kann ich mir das erlauben. Also Multiplayer hätte ich jetzt schon längst einen Headshot passiert. Das ist wirklich übel mit dem MGs. Ich glaube, da habe ich einen erwischt. Mal wieder. Ach, der Herr Sperrfeuer funktioniert hier. Also ich hätte die Grafik wieder auf niedrig gestellt, weil am niedrigsten war einfach viel zu gering. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich denke, euch hat das auch nicht so wirklich gefallen. Deswegen jetzt einfach wieder am niedrigsten, auch wenn da die Framerate nicht die perfekte ist. Und wo wirst du denn beschossen? Ah, verdammt. Die Werschubser. Da sehe ich. Er liegt unter Sperrfeuer. Stecken Sie sich. Sterbt, ihr Feiglinge! Jawohl, da hab ich... Nein, noch nicht. Was? Und wo das denn jetzt? Na egal, wir haben Verstärkung bekommen. Sniper. Natürlich läuft die Sniper nach ganz vorne. Wie man es von ihr erwartet. Ich glaub's ja wohl nicht. Egal, dann nehme ich mit dem Gewehrschuss den Sniper. Moment. Er ist getroffen! Getroffen! Ja. Was zur Hölle? Was zur... Also Multiplayer kenne ich ein übelst gutes Versteck, das werde ich euch aber nicht zeigen. Das ist meins. Sind das Deutsche oder Russen, die da angreifen? Das sind Russen! Position verteidigen! Ja,
Bitte! Bitte! Irgendjemand! Bitte! Hilf mir! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Bitte! Ich weiß nicht, wie ich mich hier mit MG verteidigen soll. Das kann er nicht überlebt haben. Das würde ich einfach mal für dich hoffen. Er hat es auch nicht überlebt, ist gut. So, Mission zu verteidigen. 60 Sekunden noch. Nee, das ist kein Feind. Da habe ich doch noch gemerkt. Maschinengewehr! Ich bin total fertig! 30 Sekunden. Na los, Mr. Ivan! Maschinengewehr! Dein Krieg ist vorbei, Ivan! Genau, komm schon über die Brücke. Denk dich an, du Wildbastard! Ha! Ja, wenn ihr jetzt weiter über die Brücke kommt, dass ihr weiter Russen geschnitzelt ist. We have won the battle for Germany. Was für eine schwere Mission. Die hat genau 6 Minuten gedauert. Ich hab wieder mehr Feinde getötet. Ich glaube, das war auch in ein paar anderen Missionen schon so. Naja, egal. 6 Minuten ist ein wenig kurz. Ich werde mal gucken, wie lange die nächste Mission ist und sie eventuell dahinter schneiden. Ansonsten sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.